Lebensweg entscheiden. Hallo und herzlich willkommen an YouTube an dieser Stelle. Ich habe gerade die Aufnahme gestartet. Nomade, Street Kid oder Konzerner, wie man auch so schön sagt, Corpo. Nomade. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einen Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Street Kid. Das heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Und Corpo. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder raus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Corpo. Oder Konzerner ist der einzige Lebensweg, den ich noch nicht kenne. Deswegen entscheiden wir uns das selbstverständlich dafür. Auf YouTube habe ich eine Frau gespielt. Hier auf Twitch werde ich einen Mann spielen. Und dafür mache ich euch mal kurz weg. Genauso wie mich. Und ist das hier zufällig? Jo, das ist zufällig. Können wir so ein bisschen auf zufällig drücken. Das ist auf jeden Fall mal eine Betonglocke, würde ich sagen. Oh, das ist auch gar nicht so schlecht. Oh Gott. Ah ne, das gefällt mir gar nicht. Um Gottes Willen. Das ist auch mal... Es muss auf jeden Fall mit kurzen Seiten sein, würde ich sagen. Ich überlege nur gerade, was wir als Basic nehmen. Alter, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Miles, muss ich sagen. Miles, bist du selber hier in the game, oder was? Oh, das war so ein bisschen, so ganz leicht meine Frisur. Ja, wobei nicht so ganz von vorher. Wir nehmen mal als Grundlage, wir nehmen ihn mal als Grundlage. Stimme. Ich bin wie? Ich bin W. Nehmen wir maskulin. Hautfarbe, also ich versuche jetzt mich nass zu machen, ne? Hautfarbe müssen wir halt, für mich muss ich immer die hellstmögliche Option nehmen. Man kann halt hier sehr viel einstellen, aber ich nehme die hellstmögliche Option für mich. Hauttyp. Die haben alle so teilweise so unreine Haut. Oh, das ist so leicht gerötet. Okay, Hauttyp 5 ist schon mal passend für mich. Ich habe auch so eine leicht gerötete Haut. Ah, nehmen wir die 5. So, jetzt kommt aber das Allerwichtigste, die Frisur. Wait, habe ich mich nicht für den dunkelsten Hauttyp entschieden? Den hellsten meine ich natürlich. Doch, ich glaube, ich habe den hellsten Hauttyp, würde ich sagen, oder? Ja, der ist halt so gelblich, aber das passt ja nicht so ganz. So, Frisur. Wir starten mal bei 1. Ja, nee. Gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Warte mal. Warte mal, ich mach schon mal die Haarfarbe richtig. Ja, so ungefähr. So. Und jetzt zeige ich hier. Von der Frisur her? Gar nicht so weit weg, würde ich sagen. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Die 2 passt schon ganz gut. Aber ich zeige euch noch kurz die anderen. Ja, wobei, das sind viele Frisuren, glaube ich. Ja, wir können mal kurz durchgehen. Ob wir noch... ja, auch nicht schlecht, aber ja. Ja, nee, so kurze Seiten habe ich jetzt auch wieder nicht. Nee, das passt gar nicht. Die ist halt auch stylisch. Hä, wo bin ich denn jetzt hingewandert? Ja, okay, wir nehmen die 2. Chat, wir nehmen die 2. Haarfarbe haben wir schon richtig. Augen sind jetzt noch wichtig. Wir starten mal bei der 1. Okay, die Augen sind relativ schwierig zu erkennen, wenn die Augenfarbe so strange ist. Wir haben natürlich blaue Augen. So. So, wie kann ich jetzt hier die Augen gut erkennen? Ich mag, wie das so ineinander morpht, ne? Es ist so ein bisschen... Ich muss Webcam wieder anmachen, damit ihr mehr... Ja, so weit nach vorne sind meine Augen, glaube ich, nicht.
Ich glaube, ich habe ein recht plattes Gesicht, ehrlich gesagt. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. Ja, mich stören diese ganzen Dinger drumherum. So, warte mal. Cyberware. Mach mal weg da. Narben, Gesicht, also sind schon aus. Tattoos, Gesicht, wieder auch aus. Piercings. Weg damit. Sowas benutzt der Snob nicht. Ja, wir sind hier Corpo. Make-up, Schmake-up. So. So, jetzt können wir hier besser an die ganze Nummer rangehen, meiner Meinung nach. Au. Oh. Oh, das gefällt mir. Ich habe, glaube ich, kleine Augen. Das gefällt mir schon ganz gut von den Augen her. Wisst ihr? Ich habe nicht die größten Augen. Ich habe recht kleine. Gefällt mir. So, Augenbrauen. Also ich habe nicht keine Augenbrauen, aber ich habe sehr dünne Augenbrauen. Die passen? Die passen gut. Oder? Meiner Meinung nach passen die ganz gut. Gibt's Brillen eigentlich? Bisschen mehr schon. Also schon eher so. Zwei oder drei? Nee, drei. Drei war schon richtig. Sehr gut. Die Farbe. Oh, hier gibt es nicht so viele Farben. Na, dann ist die Farbe wahrscheinlich die nächste dran. Okay. Nase. Passt schon ganz gut eigentlich, die Nase. Noch ein bisschen spitzer. Nee, aber ich hab nicht so einen Buckel. Oh, so? Nee, ich habe nicht so einen Buckel. Oh, so? Nee, ich habe noch eine spitzere Nase hier. Nee, ich habe aber nicht so einen scheiß Buckel. Ja, so eine ganz kleine Nase habe ich auch nicht. Okay, gibt's die Nase in spitz ohne Buckel? Ah. Die ist ganz gut eigentlich. Ja, die ist ganz gut. So, Kiefer. Was haben wir denn da zur Auswahl? An dem Mund muss ich erstmal. Ich habe einen schmalen Mund. Und ich habe so eine... auf der einen Seite ist der höher als auf der anderen Seite der Mund. Super schmale Lippen, aber er hier auch schon. Ich muss mit der schmalsten Lippe überhaupt nehmen. Das finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe aber nicht so einen breiten Mund, oder? Habe ich einen breiten Mund? Ja, vielleicht habe ich auch einen breiten Mund. Die 9 halte ich jetzt, finde ich aktuell am besten. Die 5. Ich guck mal die 5. Jo, Peter. Und jo. Hallo, Chat. Magst du einmal kurz, ganz schnell Zugriff freigeben per Mail, damit ich Zugriff auf eine Tabelle habe bei Excel? Okay, eine Sekunde. Weil du hast mir da eine Anfrage geschickt? Ja, ich habe dir, glaube ich, eine geschickt. Bearbeitungszugriff. Da muss ich mal kurz gucken, weil ich habe keine mehr gekriegt. Doch deine, oder? Anfrage gesendet. Wenn du mir jetzt irgendwie mitteilst, welche Tabelle es ist, dann kann ich dir das Lexikon vielleicht noch... Quiz. Da habe ich dich voll rausgebracht. Alter, sorry. Sicher, dass die nicht von Sven ist? Oder von irgendjemandem anderen? Ich dachte, weil du jetzt halt immer das moderiert hattest, dachte ich halt, du hättest da die Welle irgendwie gehabt. Aber sonst. Ne, warte, ich check das Lexikon-Quiz. Freigeben. Sorry. Ist geil, Peter? Schon nice? Bist schon durch?
Nein, ich bin noch nicht durch. Ich habe dir jetzt nochmal eine Einladung geschickt. Guck mal, ob du die bekommen hast. Ja, habe ich. Perfekt, danke. Hat funktioniert. Kein Thema. Sehr gut. Du bist der Beste. Viel Spaß, Leute. Gönnt euch. Hallo, Peter. Ich wollte nur mal kurz fragen. Ich bräuchte nochmal Zugriff auf den Demon's Souls Gameplay. Fuck you. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, Chat. Die 5 oder was? Ich habe das Gefühl, dass ich schmalere Lippen habe. Die 7 passt aber auch nicht so wirklich. Manche haben noch 14 geschrieben. Ich finde, die 14 passt am besten. So, Kiefer. Sutherland, genau. Was haben wir denn da zur Auswahl? Oh ja, da brauchen wir auf jeden Fall nichts Dünnes. Ah ja, schöne dicke Bäckchen. Die 2 ist auf jeden Fall schon mal Favorite, würde ich sagen. Oder die 7. Ich gehe mal kurz durch, ob es noch was Passendes gibt, aber ich glaube, die 7 wins. Ja, ich würde sagen, die 7 ist es. Die 7 ist es, Freunde. Ohren. Ja, keine Ahnung, wie sehen Ohren aus? Passt schon ganz gut. Nee. Nee. Ah. Ah, die passen auch gut. Die passen eigentlich perfekt, würde ich sagen. Die passen perfekt. Was ist mit 17? 17? Wolltet ihr bei Kiefer lieber 17 haben? Können auch 17 nehmen. Oh ja, ist auch schön. Oh ja, mächtig, ja. Ja, bin ich. Bart. Bart habe ich ja jetzt. Ja, so viel Bart habe ich leider nicht. Ja. Gucken wir mal, was es noch gibt. Der ist schon... nah dran, würde ich sagen. Ich guck mal, was es noch für Bart gibt. fand ich den anderen schon besser. Ja, so wäre schön. Aber habe ich nicht. Also, ich glaube, die 3 passt schon ganz gut. 8 ist besser? Ja, Sommersprossen kommen noch weg, keine Sorge. Heller? Bart heller? Ich guck mal. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ah, doch, geht! Ja, geil! Guck mal! Cyberware. Gucken wir mal, was das da gibt. Für mich ist ja Corpo auch immer so ein cleaner Look eigentlich, ne? Also, klar nutzen wir... Ja, was passiert denn hier jetzt gerade? Klar nutzen wir Sachen, um uns, Cyberware ist nichts für einen Snob, genauso wie Narben sind nichts für einen Snob. Und Tattoos auch nicht. Ich meine, da gibt es natürlich viel, aber Piercings, ja, Much. Zähne allerdings. Ja, die kann man schon mal Gold machen, finde ich. Make-up-Augen? Nee. Make-up-Lippen? Nee. Make-up-Wangen? Nee. Schönheitsfehler? Was gibt es denn da? Boah, nee. Boah, nee. Was ist mit dem Bartstil? Was ist los, Chat? Was wollt ihr mit Bartstil? Die Bartstile haben wir doch gecheckt. Ja, wir können auch theoretisch den nehmen, wenn ihr wollt. Bart muss braun. Warte.
Nee, aber das ist ja nicht real. Moment. So dann? Aber das ist ja auch nicht richtig, oder? So eher heller als dunkler. Eher rötlicher, meiner Meinung nach. Aber das ist ja auch viel dunkler. Nee, das ist nicht richtig. Ich finde, das ist schon am nächsten dran, ehrlich gesagt. Ja, es passt schon, Chat. Jetzt mal hier, ne? Lass mal nicht übertreiben hier. Was wollt ihr eigentlich mit Make-up-Wangen? Achso, habe ich ja noch drauf. Weg damit. So, hier schön cleaner Look, meine Freunde. Brustwarzen? Ich habe schon Brustwarzen. Tattoos am Körper. Boah, ich bin ja kein Tattoo-Typ, ne? Narben am Körper. Ja doch, ich habe Narben am Körper. Am Bein habe ich Narben. Oh ne, am Rücken aber nicht. Was gibt es denn? Eine, die ist so da. Zwei. Achso, es gibt nur die 1 und 2. Hör auf, immer nach oben zu springen. Dann nehmen wir die 1. Wait, wieso habe ich so komische Fingernägel? Unfug! Oh, hier kann man schon... Ist ja eigentlich immer langweilig, ne? Wenn du so viele geile Sachen machen kannst und dann entscheidet sich der Dulli, der das spielt... Ja, ich mache mir einfach einen normalen Menschen. Die armen Personen, die sich das alles haben einfallen lassen. Von der Stempelmaschine, ja genau. Hey, wieso sind die Fingernägel auch so lang, Alter? So, kurz damit. Okay. 1:1 Peter, würde ich sagen. Vor allen Dingen vom Körperbau. 1:1 ich, Chat. Wir sind ready. Ready to rumble. Sind wir nicht. Wir müssen jetzt werden. Jetzt werden. Es gibt keine Brille scheinbar. Stimmt, es gibt keine Brille. 1:1, let's go. Mehr Sixpack. Hey, wie Intelligenz 0. Was ist denn das für eine Frechheit? Kann ich nicht. Du musst mindestens 3 haben. Coolness 0. Chat, was ist denn hier los? Was ist, woher der Hate hier? Was soll das? Reflexe 0. Ich kann nicht alles auf 0 setzen, Chat. Schwabbel 10. Ey, Chat, ja, jetzt wird's mobbingmäßig hier. Okay, pass auf. Konstitution. Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft. Sie ermöglicht es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3 Gesundheit, Ausdauer, Schäden mit Fäusten und Gorilla-Armen, Schäden mit Nahkampfwaffen, Bewegungsabzug beim Packen eines Gegners oder Benutzen eines schweren Maschinengewehrs, Dauer, die du Gegner packen kannst. Intelligenz. Intelligenz bestimmt die Kompetenz als Netrunner. Jedes Level von Intelligenz bedeutet, Cyberdeck-Speicherkapazität wird erhöht, Schaden von Quick-Axe wird erhöht, Dauer von Quick-Axe wird erhöht. Ich kann nicht alles auf 0 setzen, wir müssen mindestens 3 haben. Reflexe. Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Sie erhöht nicht nur dein allgemeines Bewegungstempo, sondern auch passives Ausweichen, kritische Trefferchance und Mantis-Klingen. Technische Fähigkeiten. Technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können. Sie erlaubt es dir, Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5%. Und Coolness. Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level Coolness bedeutet kritischer Schaden, alle Resistenzen, Schaden im Stealth-Modus wird erhöht. Also, ich gehe nicht auf Stealth. Ich würde sagen, ich gehe auf Konstitution, Reflexe und Technik. Durch Technik bekommen wir Panzerung, durch Reflexe bekommen wir Geschwindigkeit und durch Konstitution bekommen wir Nahkampfschaden. Und da ich quasi mir vorstelle, wie ich mit einem Katana oder einer anderen Nahkampfwaffe durch die Gegend schwurbel und dann bam, 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 gehe ich auf die 3 Sachen. Ich kann Coolness nicht auf 0 setzen. Also mache ich Konstitution 1 rein, Reflexe 2, Technik 2, Konstitution nochmal 2. Konstitution, Reflexe, Technik. Das ist so ein bisschen der Plan. Intelligenz gibt uns keine Panzerung. Und ich brauche natürlich Panzerung, wenn ich in den Nahkampf gehe.
All in Coolness. Nee, Coolness ist der Stealth-Wert. Der Stealth-Wert ist unpraktisch, weil ich habe keinen Bock, Stealth zu spielen. Zumindest nicht in meinem ersten Playthrough. So. Intelligenz 0 geht nicht, Chat. Den habt ihr schon 1000 Mal gebracht. Biomonitor-Konsole. So. Wir sind Konzerner. 6 Konstitution, 3 Intelligenz, 5 Reflexe, 5 technische Fähigkeit, 3 Coolness. Ich würde sagen, läuft bei uns. Bestätigen. Loris plus 5. Flaggenkenntnis auf 0, ja. Zum Fortfahren Leertaste drücken, dann geht's los, Chat. Dann geht's los. Dann geht's jetzt richtig los mit Cyberpunk 2077. Let's go. Na, ich lass euch mal an. Yo. Wie? Bist du da? Ja. Ja. Ich bin hier. Alles okay? Ja. Musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Ja, ich hab gekotzt. Ist der Stress. Ach du Scheiße. Dein Job wird dich noch umbringen. Okay, Chad, ich mach mich, glaube ich, ein Stück nach rechts. Hey, noch da, wie? Das sagt der Richtige. Noch bin ich nicht tot. Jemand hat unsere Agenten verraten. Wait, jemand hat unsere Agenten verraten? Noch bin ich nicht tot. Keine Sorge. Noch bin ich nicht tot. Genau. Wieso habe ich eigentlich so Augen-Make-up? Wie auch immer. Was ist los? Wer bist du denn? Gibt's ein Problem? Gibt's ein Problem? Verpiss dich. Wir hatten einen Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, ist immer am Arsch. Ich muss los. Ich muss jetzt los. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Buona suerte. Okay, wir sind hier schon Freunde mit Jackie. Ja, in anderen bei anderen Starts kennen wir Jackie noch nicht, aber in dem Fall kennen wir Jackie scheinbar schon. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Chum. Verfolgt die Tutorials aufmerksam. Wenn du bereits ein Erfahrener, ne, bin ich nicht. Okay. Guck mal, ich würde mal sagen, das Erste, was wir machen, wenn wir uns jetzt hier das erste Mal in Cyberpunk 2077 bewegen können, ist Start drücken, damit ich ins Journal gucken kann. Die Konzernratte. Manchmal frage ich mich, wie es ist, für Arasaka zu arbeiten, weißt du? Ich glaube ja, es ist, als würde man um eine Million Eddies russisches Roulette spielen. Du drehst die Trommel und drückst ab. Wenn es klickt, räumst du ab. Wenn nicht, muss ein anderer hinter dir sauber machen. Okay. Ich spiele jetzt, zwischendurch spiele ich mit Gamepad. Wisst ihr, weil das macht so schöne Kamerafahrten. Dann ist das geiler, finde ich. Ja, wenn geballert wird, steige ich auf Maus und Tastatur um. So, Zeit zu scheißen, würde ich sagen. Jo, was geht denn hier für eine Party? Entschuldigen Sie? Okay, ich lass mal besser alle alleine. Okay, aktive Missionsziele werden auf deinem Hub und deiner Minimap mit Ausrufezeichen markiert. Gecheckt. Hier arbeiten wir scheinbar. Arasaka bestimmt mega gute Company. Arasakas Spionageabwehr gelingt es, 45
sich Anschlagspläne auf einen Konzerngipfel in Jakarta zu vereiteln, ehe etwas passieren kann. Und Saburo Arasaka bereits als Kind wurde Saburo in das Unternehmen mit einbezogen, das sein Vater gegründet hatte. Verdammt, wie? Du solltest schon vor einer Stunde hier sein. Ich wurde aufgehalten, bin aber gleich da. Scheiß Frankfurt. Das wird uns Abernethy schön aufs Brot schmieren. Echt mal? Muss auflegen. Ich bin in meinem Büro. Und beeil dich. Scheiß Frankfurt-Chat. Jo, servus. Ich muss hier mal kurz raus. Drei von uns erwischt. Wir evakuieren jetzt unsere restlichen Gebäude in dem Teil Europas. Ist der Status der drei? Alle tot. Wenn alle in Sicherheit sind, geben wir eine Mitteilung an die Medien raus. Was wird drinstehen? Na, sowas wie tragischer Unfall während einer Routineuntersuchung des Sicherheitssystems. Das ganze Overlay ist hier anders als sonst. Diese ganzen Aktien und so weiter und so fort, die ihr rechts seht, die sind normalerweise nicht da. Mr. Jenkins erwartet Sie. Er ist in seinem Büro. Okay. Hey, wie? Ist ja ewig her. Ich bin's, Frank. Wir kennen uns seit Icefall. Ostküste. Erinnerst du dich? Nee. Ich erinnere mich. Ich wusste nicht, dass du in Night City bist. Wie geht's dir? Ja, du weißt ja, wie es ist. Vor einer Woche war ich noch in Kapstadt. Hab gehört, du bist jetzt bei der Spionageabwehr. Muss stressig für euch sein, nach dem Mist in Frankfurt. Jenkins ist dein Chef, oder? Ist er so, wie alle sagen? Was sagen denn alle? Was sagen die Leute denn über Jenkins? Dass er effizient ist. Wie jeder Psychopath. Hab gehört, er ist vor kurzem etwas durchgedreht? Hey, er hat es nicht leicht. Die Direktorin sollte seine Beförderung durchwinken, als die Japaner angekommen sind. Stattdessen hat sie ihn hintergangen. Und du? Für wen arbeitest du? Abernathy. Sie ist echt gut. Hat sich den ganzen Kapstadtplan allein ausgedacht. Abernathy? Das kleine Miststück, das mein Boss die Beförderung vermasselt hat. Du weißt ja, wie es läuft. Solche Dinge passieren. Hm. Tun sie wohl. Mach das Overlay erstmal aus, weil das Ding unten links wird gleich weg sein, wenn ich... Also das ist nur Corpo. Erzähl mir von der Sache in Kapstadt. Operation Cargo. Schon davon gehört? Bewaffnung lokaler Konflikte in Afrika? Da warst du involviert? So ist es. Wir haben Kisten voller Gewehre in den Ozean geworfen. Sie mussten sie mit geborgten Booten rausfischen. Immer dasselbe. Aber hey, so gewinnt man Kriege. Hör zu, tut mir leid, aber ich hab's eilig. Wir reden ein andermal, okay? Klar, okay. Schön, dich wiederzusehen. Aha. Das ist Frank. Und wir haben Probleme in Frankfurt. Zufall? Ich glaube nicht. Notfallverfahren aktiv. Systemsicherheit bestätigt. Das ist so. Aber das ist er. Jenkins Junge. Ich hab dich im Blick, Bruder. Du sollst nicht hinsehen, hat die gesagt. Okay, was geht hier ab? Ich habe noch gar keine Ahnung, was abgeht. Mit dem Arsch könnte ich nicht arbeiten. Was die wohl gerade machen? Sie müssen das wegstoppen. Das Unternehmen könnte Unsummen verlieren. Bitte betreten Sie den Vorraum. Also außer, dass es eine Ratte gibt. Ich hoffe mal nicht, dass wir die Ratte sind. Wir sind wahrscheinlich nicht die Ratte, aber wir werden zu Unrecht beschuldigt. Da sehe ich uns doch schon. Besucherautorisierung gewährt. Bist du online? Setz dich, Vi, bin gleich bei dir. Junge, wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolkenmeerstützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an. Wie ist die Lage? Nein. Das war zu erwarten. Du weißt, was zu tun ist. Leg los.
Direktorin Abernathy? Oh, ich habe die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Ja, weißt du, das ist doch mal die Definition von Cutthroat. Ich hasse diese Schlampe. Schon immer. Sie hintergeht dich nicht zum letzten Mal. Aber Nathy hat dich nicht zum ersten Mal hintergangen, oder? Nein, nicht zum ersten Mal. Hat mich mal vor den Japanern schlecht gemacht, damit sie die Stelle als Backups-Direktorin kriegt. Fotze. Jetzt hält sie mir eine Waffe an die Schläfe, damit ich nichts Dummes tue. It's Night City, Friends! Drückt sie nicht, sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Teilen und ja, ist ja gut. Effektive Strategie. Effektiv. Was würdest du an meiner Stelle tun? Du musst dich wehren, da kann man nicht viel tun. Du musst dich wehren, Jenkins! Du musst dich wehren. Abernathy zeigen, dass du nicht ihr Fußabtreter bist. Du hast recht. Verpass ihr einen Denkzettel, dann respektiert sie dich. Aber nicht direkt killen wieder, ne? Sieht aus, als sähen wir das ähnlich. Nimm das. Was ist denn das? Ein Datensplitter? Ein Datensplitter? Ein Vertrauensbeweis. Mach schon, nimm. Okay. Habe ich mir den direkt reingeschoben? Die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen, Fahrer, oh. Sicherheitschef, Liebhaberin, Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernathy kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Ich soll mich wehren. Ja, du sollst dich wehren, nicht ich wehre mich für dich. Das ist ein großes Risiko, Boss. Wenn jemand erfährt, dass wir nur darüber geredet haben, gehe ich mit dir unter. Richtig. Jeder weiß, dass du es nur mit meiner Hilfe so weit geschafft hast. Niemand würde dir glauben, dass du nichts gewusst hast. Da bin ich ganz schön in der Scheiße jetzt, würde ich mal sagen. Und was passiert, wenn ich mich weigere? Frag nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte. Wie? Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Ah, Bargeld geht immer. Cratchit-Transaktionen sind verfolgbar. Papier verschwindet, wenn man es ausgibt. Was soll ich sagen? Verwende nur dieses Geld und finde die richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Oh, ich soll es nicht selber machen. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja, ich habe schon verstanden. Check. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Jenkins, okay. Night City Spionageabwehr. Ich brauche eine Analyse der gesetzlichen Verfahren. Oh, Chat. Oh. Okay. Abernathy muss leider aus dem Weg geräumt werden. Ich sehe keine andere Wahl. So ist das halt. Dinge passieren. Ich habe hier die Berichte für Sie. Du hast Berichte für mich? Du bist ganz schön spät dran. Die hätten gestern schon fertig sein sollen. Ich weiß, aber jetzt hab ich sie ja. Schick sie zu mir. Das wird ein Nachspiel haben. Wir zwei reden später. Hey, alles okay? Wie läuft's in der Schlangen? Jack, ich brauch deine Hilfe, Boy. Ich brauch dich, Jack. Geschäftlich. Ah, dir geht's immer nur ums Geschäft, Mano. Das stimmt. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. Guter Plan.
Hier ist irgendwo... Ich brauche einen Stempel von dir. Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen. Frankfurt? Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay. Hä, was passiert denn hier alles? Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Die höchste. Er sucht nach Dreck, kommt aber nicht voran. Komm zum Punkt. Die sind zu sauber. Blitzblank. Kein einziger Fleck, nirgendwo. Wir glauben, sie haben ihn enttarnt und füttern ihn mit falschen Daten. Sollen wir ihn rausholen oder weitersuchen lassen? Von welchen Risiken reden wir denn? Erwartete Risiken? Nicht lebensbedrohlich. So arbeitet Biotechnica nicht. Erpressung wäre möglich. Eventuelle Falschdarstellung in den Medien. Der Mann hat Kinder, er würde zusammenbrechen. Ja, das bringt nichts. Holt ihn da raus. Holt ihn raus. Aber still und leise. Wir wollen nicht, dass irgendwer den Braten riecht. Jenkins wird sauer sein. Um den kümmere ich mich. Verstanden. Ach guck, ich bin auch ein bisschen lieb. Oh, das ist mein Büro. Ab mit seinem Kopf. Oh, Schublade öffnen? Computer benutzen. Erstmal die Schublade öffnen. Was haben wir denn da so drin? Kognitiven Booster benutzen, Karte aufheben. Ja, erstmal einen kognitiven Booster. Ja, wir müssen ja hier erstmal klarkommen auf unser Leben. So, den haben wir uns schon mal gegönnt. Und jetzt können wir eine Karte aufheben. Trauma-Team. Oh, das ist meine Insurance-Karte. Lol, da war Siri, oder? Ah, nice. Okay, benutzen wir mal unseren Computer. Wir haben... Alter, wir gucken nicht gerade, würde ich sagen. 4 Nachrichten. Neue Räumlichkeiten. Es ist eine große Freude, die Eröffnung einer neuen Räumlichkeit in unserem Hauptquartier in Night City bekannt zu geben. Unsere Wissenschaftler haben mit äußerster Sorgfalt authentische Flora und Fauna des Regenwaldes ausgewählt, um diese experimentellen, selbstversorgenden Ökosysteme ins Leben zu rufen. Sehr gut. Postmortem-Analyse. Operation Wurmiger Apfel. Der Ausschuss der Abteilung für Betriebsaufsicht ist bei seiner Sitzung zu folgenden Schlüssen über die Operation Wurmiger Apfel gekommen. Bei der Durchführung der Operation wurden die üblichen Prozedere nicht befolgt, wodurch das Leben von Agenten und vor allem der Ruf des Konzerns gefährdet wurde. Tja, das ist natürlich belastend. Ergebnisse der vergangenen Woche. Oh, bei der Messung ihrer biometrischen Werte wurden Abnormalitäten festgestellt. Das ist natürlich belastend. Der Stress killt uns, Chat. Der Stress killt uns. Mit den Stars in den Sternen. Unschlagbare Angebote. Ah, danke. Spam kann ich drauf verzichten. Da haben wir die Zusammenfassung, die wir uns ja noch angucken wollten. Nach der Auswertung gesammelter Daten von Kontaktpersonen in Utah, Nevada, Arizona und Montana konnten wir keine aktiven Bemühungen der NUSA gegen Areska-Anlagen oder Aktivitäten in föderalen Territorien feststellen. Allerdings lässt sich derselbe Schluss nicht auf potenzielle Bedrohungen durch Militech ausweiten. Auch wenn der Konzern enge Verbindungen zur Regierung der NUSA hat, oder NUSA, wohl eher, konnten wir keine wertvollen Informationen über Militech sammeln, da deren interne Vorgänge und Informationsflüsse bedeutend strenger kontrolliert werden. Na, Fazit, mehr Nachforschungen durch Agenten sind erforderlich. Na gut, beenden. Aufstehen. Das ist ja belastend. Haben wir das erledigt. Der Bericht ist enttäuschend. Dafür muss der Mitarbeiter nochmal gescholten werden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich auch nicht. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Wir werden uns jetzt gründlich durchleuchten. Hast du den Wahlbericht gesehen? Ich meine, Alter. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Gott, diese ganze Firma macht nur Bullshit, habe ich das Gefühl. Zugriff gewährt. Dankeschön. Oh ja, stimmt. Ich durfte ja den AV benutzen, oder wie er ihn genannt hat. Flugtaxis. Doro freut sich. Flugtaxen. Oh, es gibt eine Bezirksanalyse. Zeig mir die Bezirksanalyse. Verstärkte NCPD-Präsenz und Aktivität in Haywood. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen. Abgefangene Funknachrichten sprechen für einen Max-Tech-Einsatz in der Gegend. Großflächiger Ausfall des Stromnetzes gemeldet in Santo Domingo. Aktivitäten in allen anderen Bezirken weisen keine Abnormitäten auf. Na dann zu Lizzie's Bar. Neues Ziel, Lizzie's Bar.
Schon unterwegs. Erstmal einen Drink nehmen. Ah, das ist doch das Korpo-Leben. Das ist doch das Korpo-Leben. Oh, wir können doch gar nicht mehr. Hier sind die N54 News mit einer Eilmeldung für Sie. Eine Konferenz des Europäischen Weltraumrats wurde plötzlich durch einen Fehler im Neuralstabilisationssystem unterbrochen. 5 Mitglieder des Europäischen Weltraumrats sind tot. 3 weitere in kritischem Zustand. Das war nach einer möglichen Erklärung für den schockierenden Vorfall wird noch gesucht. Die Ratsmitglieder benutzten alle von Biotechnica zur Verfügung gestellte Geräte. Der Konzern hat noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Unser Reporter ist vor Ort. Wir bringen Ihnen die neuesten Entwicklungen in Echtzeit. Bleiben Sie dran für die neuesten Nachrichten. Knarre. Hallo, wo sind jetzt die neuesten Nachrichten? Entschuldigung. Ah, Live-Coach ruft an. Hallo, wie? Ja, wir hatten doch erst Ende der Woche einen Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, könnte besser sein. Vorübergehendes Ärgernis. Sonst nichts. Kein Grund zur Sorge. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. 3-mal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Sicher, klar. Mach ich. Easy Snack. Also, gerade war CD Projekt Red im Chat. Grüße gehen raus. Chat, das ist Night City. Das ist die Open World, in die wir uns bewegen können. In der. Es konnte kein ausgewiesener Landepunkt am Zielort ermittelt werden. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf 9 Parametern. Ich spiele über GOG. Gerade ist, glaube ich, nicht der beste Bereich der Stadt. Wir sind am Zielort angekommen. Es ist ein scheiß Problem, Psychoanzug. Was ist denn jetzt? Sieht aus wie ein Landeplatz? Du hättest uns umbringen können. Schatz, Alter. Okay, nein, hey, wir wollen nicht gerne Ärger mit dir. Aha. So will ich das auch haben. Sicher? Okay. Gut. Siehst nach Ärger aus. Warum passiert sowas? Halt ein Auge auf den AV, okay? Dafür werde ich nicht bezahlt. Das war keine Bitte. Wenn ich zurückkomme, hat er keinen Kratzer. Willkommen im Lesis. Dankeschön. Uff. Die Laser machen mir zu schaffen. Die habe ich gerade fertig gemacht. Aber kein Problem. FPS mussten draußen bleiben, ja genau. Alter, hier sind aber auch viele Lampen. Holy shit. Kommst nicht auf, Thea, oder? Schön, dich zu sehen, Cameron. Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen.
wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Erzähl mir von deinem kleinen Problem. Vielleicht auch ein größeres Problem. Das muss unter uns bleiben, Jackie. Jackie, ich loslege. Das muss unter uns bleiben. Por supuesto. Ich mein's ernst. Diese Sache könnte mich ruinieren. Ich doch auch. Du weißt schon, mit wem du redest, oder? Ist nicht mein erstes Barbecue. Denk an Mexiko, an der Grenze. Hätte ich nur ein Wörtchen gesagt. Ich weiß. Du hast mir den Arsch gerettet. Hättest du nur ein Pieps übers Kartell gesagt. Hab ich aber nicht. Und hier wird's genauso sein. Deshalb bist du zu Jackie gekommen. Das ist richtig. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur hart. Nicht einfach wegwerfen? Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm, genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Ich brauche halt jemanden, dem ich vertrauen kann. Heikle Sache, ich weiß. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Das ist keine heikle Sache, Hermano. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Das muss man ja nicht du so sagen. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Mamita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Okay. Auf das hier. Das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nicht. Auf das hier. Gönn halt mal. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer, deine Seele gehört den Arasaka-Teufeln. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Habe ich eine Wahl? Du glaubst, ich habe eine Wahl? Wenn ich mich weigere, nehmen die mir alles. Lass sie doch. Dann haben sie dich endlich nicht mehr bei den Eiern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich lass nicht jeden an mein Gehänge. Schon gar keine von Saburos Madonnes. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey. Was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Ich glaube, ihr seid vom Hauptquartier. Ihr seid vom Arasaka HQ. Gibt's ein Problem? Geht's um Frankfurt? Wir sind wegen dir hier. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Wer seid ihr noch gleich? Wie waren Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ah, fuck! Ah. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Wie zum Henker? Habt ihr es rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Die Daten. Sofort. Ja, die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Ich hatte auch keine andere Wahl. Was das? Mit
Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Da habe ich aber ganz klar was gegen. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Und könnte ungesund für euch sein. Ist das eine Drohung? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Jackie hat uns mal hardcore den Arsch gerettet. Boah, das war knapp. Hijo de la chingada. Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Ich kann nicht atmen. Brauchst du Hilfe? Nein. Nur der Entzug oder so. Die haben mir Hormonregler, Biomon und Sat-Analyse abgedreht. Muss ich meinen Körper erstmal drauf einstellen. Hey, hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Ich habe alles verloren. Ja, kein TT mehr für mich, Jack. Genau wie keine Biocam-Steuerung, keine Konzernwohnung und kein Bankkonto. Alles weg. Jesus, die Wichser sind schnell. Aber du fühlst dich okay? Ich meine... Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Ich habe noch einen Freund, den ich gerade darum gebeten habe, für mich einen Auftragsmord durchzuführen. Du willst sagen, ich habe noch einen Freund? Das ist nett. Nein, Dumpfbacke. Du hast immer noch die Kohle für den Job, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Aber ich habe alles verloren. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Okay, ich würde sagen... Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter.
falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Okay, also, wir haben unseren Job als Corpo verloren und sind jetzt einfach Best Buddies von Jackie und haben uns halt so durchs Leben gekämpft, sag ich jetzt mal. Wir könnten ein Tutorial machen oder das Tutorial überspringen. Wollt ihr das Tutorial sehen, Chat? Das war jetzt übrigens der Prolog. Ab jetzt ist alles gleich. Ja, ist klar, Tutorial. Klar, kann nicht schaden. Switch ich doch mal auf Maus und Tastatur. Ich mache mir auch ein kleines Stück nach rechts. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, okay, das war nicht weit genug, grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Wer bist denn du? T-Bug. Okay, wir beginnen mal unser Training. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Easy Snack. Was haben wir denn ganz rechts? Rechts haben wir die Anzeige. Ja, rechts ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, was da die Anzeige ist. Machen wir vielleicht so. Dann überdecke ich nicht diese. Ja, lass mich doch mal hier kurz chillen. Ich will ja kurz lesen, was hier steht. Das ist eine Lexington, ja? Power. Kugeln können von Oberflächen abprallen. Okay. Damit würdest du keine Probleme haben. Kriechen! Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Hey, der hat noch nicht gezählt da, oder was? Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum. Geh in Deckung. Drücke C, um dich hinter Objekten zu ducken und in Deckung zu gehen. Wurde ich gar nicht? Okay, wir haben jetzt hier den Rektor. Habe ich gemacht. Also Waffenfeeling-Chat. Also ich bin jetzt hier gerade in dem Modus. Fühlt sich direkt gut an. Oh! So viel. Und ich schieß mal eiskalt immer daneben. Aber das war ein Hitz. Ey, was ist das für ein Cheater? Cheater! Gemacht, die Sau. Super Arbeit, wie. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay, T-Bug. Wer auch immer du bist. Warte mal, gibt's hier nicht so? Wartet mal ganz kurz. Es gibt doch immer, bei Witcher 3 gab's das auch. Das checken wir mal ganz kurz. Ach, ich kann nicht da drücken? Oh, ich wollte so in die Datenbank gucken hier, ne? Okay, halte Tab gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Objekte. Das ist ein Server. Der ist exklusiv. Das ist ein Mensch und das ist ein Laptop.
Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Sonstige nützliche Objekte werden blau hervorgehoben. Lasse Tableaus, um den Scanner zu schließen. Haben wir gemacht. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay, da ist halt so diese Wache. Aber wir sollen in den Bildschirm. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick-Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick-Hack-Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Konzernort. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt Sneaky. Schalte ihn leise aus. Sneaky. Okay, Sneaky. Er gehört dir. Schalt ihn aus. Hab ihn! Nicht tödlicher Takedown oder töten. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Das kennen wir doch. Sneaky. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Packen. Oh, töten und verstecken. Alles klar. Auch erledigt. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Na, Logo. Okay, Tab gedrückt halten und wir können quasi die Kamera übernehmen. Jetzt sehe ich die Kamera. Und jetzt kann ich hier diese Gegner quick hacken. Da ich aber nicht genug Punkte habe, also nicht genug Speicherkosten, die sehen wir oben. Wir haben einen Cyberdeck-Speicher von 12, aber der ist nicht gefüllt aktuell. Wir haben nur 9 Dinger. Können wir Breach Protocol machen, was ein Minispiel hervorruft. Dafür müssen wir diese Sequenz abarbeiten. 55, 55, BD, 55, 55, 55, BD, 55. Und jetzt ist die Granatzündung günstiger. Warte mal, kann ich hier nicht auch zoomen irgendwie? Ah ja, mit der Kamera kann ich zoomen. Ah, ist ja blöd für dich jetzt. Das ist ja jetzt so dumm gelaufen. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Okay, T-Bug. Gar nicht schlecht. T-Bug nennt mich Champ. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Wow. Okay, wir haben das Basis-Tutorial abgeschlossen. Wir können noch ein Stealth-Tutorial machen. Oder wir gehen einfach zurück. Wollen wir? Wir gönnen uns natürlich alle Tutorials hier. Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Okay, wir können die quasi markieren, wenn wir die scannen und die mittlere Maustaste einmal drücken. Dann seht ihr, wie sich das Symbol über deren Kopf so leicht verändert. Das heißt, die sind jetzt auch durch Wände markiert. Jetzt sind wir in einem feindlichen Bereich und können jetzt sneaken. Wann kommt Friendly Fire bei YouTube? Wenn YouTube das hinkriegt, heute Abend. So, das heißt, wir sehen ihn da, wie er potenziell hier hinguckt. Also gehe ich einfach hier hinten. Oh, betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, führt sich eine Alarmanzeige. Gehe rechtzeitig in Deckung, ehe er mich sieht. Schnell. Puh. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Oh, hier sehen mich ja alle. Ich mach dich mal kurz, okay? Hier geht's um Tarnung, wie? Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau. Oh, das hat, glaube ich, nicht geklappt. Oder ist jetzt belastend gewesen? Ich habe das Tutorial verkackt, Chat. Konzentrier dich.
Okay, belastend. Ich find gut Deathfront 3. Mich kann niemand entdecken, wenn niemand am Leben ist, um mich zu entdecken. Entdeckung, schnell. Das finde ich eine ganz gute Perspektive eigentlich. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Einfach durchlaufen. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystem. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay. Da haben wir die Kamera. Ich erinnere mich an... Okay, wir könnten rechts dran vorbeilaufen, aber ich erinnere mich an Metal Gear Solid. Die hatten doch auch immer einen toten Winkel, oder? Hier dürftest du mich ja nicht sehen. Also laufe ich jetzt hier weiter. Easy Snack. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Okay, fortgeschrittene Kampftechniken, Chat. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Schmutziger Kuschelkampf? Oh. Oh, der hat einen Totenkopf. Packen. Oh, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Gegner mit bedeutend höherem Level, gekennzeichnet mit dem Symbol Totenkopf, können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Das finde ich gut. Ah! Okay. Drücke linke Maustaste, um einen schnellen Angriff auszuführen. Okay. Bäm! 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 Haben wir gemacht. Um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke linke Maustaste, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. Okay. Bäm! 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 Halte linke Maustaste gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff auszufahren. Und du! Fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Ah, die sehen wir oben. Oben in der Mitte. Okay, und jetzt? Schlage den blockenden Gegner dreimal mit schnellen Angriffen. Okay. Schrauben wir die Schwierigkeit von eins, leicht zwei, auf normal. Drei. Okay. Das hat nichts gebracht. Haben keinen Schaden hinzugefügt. Der nächste Trottel kann blocken. Okay, schwerer Angriff. Ha! Okay, und jetzt? Blocke! Okay, mit rechter Maustaste. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Haben wir gemacht. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Hey, wow. Okay, haben wir gemacht. Und jetzt? Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Aua. Komm, greif mich an. Aua. Haben wir gemacht, Chat. Und jetzt? Kontern. Drücke bei einem eingehenden Angriff rechte Maustaste, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zusteckt. Das war ein bisschen spät. Nutzt das, um eine zu landen. Haha! Ich bin ein Pariermeister! Bäm! Haben wir gemacht. Drücke zweimal schnell WSAD, um die gewünschte Richtung auszuweichen. Trottel. Okay. Ha! Ausweichen. Irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Ausweichen. Oh ne, das hat nicht funktioniert. Ah, doch, hat wohl funktioniert. So, neutralisiere den Gegner. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert. Dieses Snack, der nicht am Boden. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Oh, dann finde ich gut. Nahkampfwaffe. Katana. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Kann ich parieren? Kann ich parieren? Kann ich parieren? Oh, da! Oh, der ist aber schnell. Ha! Okay, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich kann parieren! Sehr gut. Okay, das ist aber gar nicht mal so leicht. Okay, den letzten konnte ich immer parieren. Aber ansonsten echt schwierig. Ja, chill mal deine Base.
Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Oh, wir haben jetzt eine Nahkampfwaffe, wir haben eine Fernkampfwaffe, wir haben noch eine Fernkampfwaffe und wir haben eine Nahkampfwaffe. Okay. Was kann ich denn beispielsweise jetzt hier machen? Selbstmord geht nicht, dafür habe ich 13. Ah, ich habe... Ne, das bringt mir auch nicht... Ne, doch, das bringt mir, glaube ich, wohl was. Warte. Ne, Moment. Ne, Moment. Ah! Breach Protocol kann ich nicht machen. Wieso nicht? Okay. Fuck you. Okay, easy snack. Wieso kann ich Breach Protocol nicht machen? Ach, das wird neu kompiliert. Belastend. Okay, kein Ding. Breach Protocol. Okay. 55. Und dann E9. Habe ich hier E9? Ja, E9. Habe ich hier nochmal E9? Habe ich da nochmal E9? Da habe ich nochmal E9. So, sehr gut. Ja, haben wir gemacht. Gute Nummer. Terminal verlassen. Und jetzt können wir Selbstmord initiieren. Ah, ich muss in Deckung. Nein, nicht auf mich schießen. Nein! Nicht auf mich schießen. Selbstmord! Komm schon! Töte dich selber! Super. Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Sehr gut. T-Bug, bist du stolz auf mich? Viel Glück, weh. Ich sehe in deinen Augen puren Stolz. Puren Stolz sehe ich in deinen Augen. Sehr gut. Dann haben wir alles gemacht, Chat. Und? Nicht schlecht, ne? Jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay. Hat dir der Fixer irgendwelche Tipps gegeben? Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ah, sehr guter Tipp. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Zum Aufzug. Hier lang. Alright, Jackie. Okay, wir haben jetzt hier eine Rettungsaktion. Jetzt können wir Start drücken, oder? Okay, Chat, ich muss es wissen. Datenbank. Oh mein Gott. Okay, es gibt für jedes Auto einen Datenbankeintrag. Waffen, Welt, Erkundung, Kampf, Stealth, Quick Hacks, unser Charakter, Items, Sonstiges. Auftrag, Stadt und ihr Land, Bezirke, Unterbezirke, Story-Charaktere, da wollte ich nämlich hin. Wie? Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder raus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast gesetzt, ja okay, das kennen wir schon. Jackie, wieso steht da T-Bug nicht bei? Aber jetzt lernen wir zumindest was über Jackie. Ein stolzer Sohn Haywoods und ein noch viel stolzerer Sohn von Mama Wells. Jackie ist stur wie ein Esel. Wenn er etwas haben will, wird er nicht nachgeben und nicht den Mund halten, bis er es auch erreicht hat. Und Jackie wollte schon immer hoch hinaus. Vielleicht zu hoch? Als Teenager trat er den Valentinos bei. Aber als ihm klar wurde, dass er das Potenzial zu mehr hatte, verließ er die Gang. Jahrelang mühte er sich mit undankbarer Söldnerarbeit ab, denn man braucht mehr als nur Eier und Entschlossenheit, um bei den ganz Großen mitzuspielen. Man braucht Street Cred. Jackies Lebensziel war es schon immer, eine richtige Afterlife-Legende zu werden und auf dem Weg dorthin Fat Eddies zu verdienen. Okay, ich dachte, wir lernen was über T-Bug. Vielleicht ist es auch kein Charakter. Yuzumi schreibt im Chat, die ist halt nur in diesem Militärding. Okay, Jackie. Achso, ich muss drücken. Muss ich drücken? Nee. Okay, sehr gut. Ah, guck mal, T-Bug ruft an. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Hey. Jackie hat recht, du bist Teil des Teams. Versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an.
Friendship ended with T-Bug. Oh, was ist das? Ein Bounce Back MK. Nehmen wir. Eingesammelt. Apartment 1237. Oh, was ist das? Rubbel los! Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Nein, 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 weg da. Weg! Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Ja, ja, machen wir. Öffne die Remote, deaktivieren. Unser Cyberdeck-Speicher hat 0 von 4. Ja, aber das kriegen wir trotzdem. Haben wir gemacht. Ab jetzt leise. Okay, dann gehe ich mal in Sneaky-Mode. Aber hier, wenn ich so im Scanner-Mode bin, dann kann ich so Dinge sehen, wo ich denke, oh, die kann ich ja einsammeln. So wie beispielsweise. Bounce back. Was wird hier denn noch so? Jackie, warte mal kurz, hier ist Loot. Da war eine Sprühfarbe, Jackie. Die muss ich mitnehmen. Ein Air-Hypo. Ein Vatja... Wat? Vatnajökull. Gönnung. Euro-Dollar. Hallo, Jackie, das müssen wir alles mitnehmen. Willst du mich verarschen? Was bist du? Guck mal, hier ist ein Terminal. Ich kann mir eine Nachricht durchlesen, Jackie. Frischfleisch. Wir vergessen nichts. Du bist so gut wie tot. Oh. Okay, Jackie, ich habe gelootet. Ich komme jetzt nach. Okay. Ich guck mal ganz kurz in unser Journal, was überhaupt gerade Sinn der Sache ist. Die Rettungsaktion. Wakako Okada hat einen Job für uns. Sie hat ein SOS von einer ihrer Kundinnen erhalten, Sandra Dorsett. Scheinbar wurde sie von Scavs entführt. Die Wichser haben die schlechte Angewohnheit, Leute aufzuschlitzen und ihre Implantate auf dem Schwarzmarkt zu verticken. Ich würde sagen, wir sollten ihnen einen Besuch abstatten. Was meinst du, Esse? Roger, Roger, Corporal. Bist du's? Nein. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repros vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Vor allen Dingen ist sie tot. Was gibt's denn hier so für Loot? Zigarettenschachtel. Also, ich habe meinen Konzernjob verloren. Ich muss mal ein bisschen sammeln. Achtung! Bin der raus vor uns. Erledige ihn leise wie. Oh, was krieg ich da für Infos? Warte mal. Nee, scheiße, jetzt sind die Infos weg. Kurzschluss kann ich verursachen. Breach Protocol. Will ich aber alles nicht. Wir sneaken uns an. Packen. Und dann sorgen. Haben wir gemacht. Aber hier gibt es noch Stuff. Cyberware. Anwendung und Nebenwirkung. Direkt mal gesnackt. Aber hier war noch mehr, glaube ich. Da zum Beispiel. Oh, ich kann direkt die Nachricht lesen. Das sind so Bücher, die man dann quasi lesen kann. Aber das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja, was kann ich denn hier scannen? Ah, eine Leiche. Ach, hier ist auch eine Leiche. Das ist ja krass. Okay, Chat, ich liebe euch. Schade, dass das nicht bei meinem Plugin so funktioniert. Hier geht voll ab auf die Musik. Oh, Jackie ist schon vorgegangen. Da war ein stumpfes Skalpell. Okay, ich markiere uns die mal. Hier ist ja auch noch was zu looten. Kaktussaft. Splittergranate. Okay, warte und bleibe unbemerkt. Ist eine... Ah ja, da kommen sie angelaufen. Cabrones, wie Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da, bei dir. Was ist denn bei mir? Suerte. Ich nehme den hier, okay? Packen. Töte. Ah ja, sehr gut, Jackie. Was hat denn der so dabei? Oh, eine Knarre. Und Straßenschuhe. Aber da kommen sicher noch mehr. Oh
Und sie Visier. Bin genau hinter dir, wie. Oh, sie haben es gefunden! Reiß sie in Stücke! Oh Gott. Die machen aber Damage. Da sind noch mehr Scavs. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss daraus bringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Oh fuck. Hurra! Lass ihnen keine Chance! Oh, der ist fast down, aber ist noch nicht richtig down. Oh, was haben wir denn da? Der hat aber ein fettes Gewehr. Oh, Jackie, du kriegst ganz schön was ab, Bruder! Rennt der einfach weg? Oh! Du siehst doch alles. Gib mir was! Der Raum, in dem er ist, hat einen Balkon. Fenster links von euch. Gib mir zwei. Was haben wir denn hier? Fenster links von uns. Ich könnte aber auch theoretisch einen Kurzschluss bei ihm. Guten verschlossen. Okay, wie? Gib mir von der Seite Deckung. Ich mach den Rest. Genau okay, sicher. Ich hab die Tür gehackt. Du kriegst das hin. Boah, T-Bug, das hat zu lange gedauert. Sehr gut. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Ja, eins nach dem anderen, Freunde. Ja, wir sind ja immer in einem Roleplaying-Game, ja? Also, jetzt muss der Peter erstmal wieder schön looten. Da. Ah, ne, dich will ich gar nicht aufheben. Da war eine Knarre, die ich aufheben wollte. Fallen lassen. Ah ja. Die habe ich direkt mit aufgenommen. Sehr gut. Eine Shotgun. Weitere Splittergranaten. Schuhe. Ich nehme erstmal alles mit, ne? Das gucken wir uns dann nachher nochmal in Ruhe an, was ich hier alles eingesammelt habe. Ich glaube, diese grauen Sachen, die sind halt mehr so Trash zum Verticken. Aber... Und die grünen Sachen sind dann Dinge, mit denen man schon eher was anfangen kann. Leute, man hätte auch hier rumgehen können. Looten bis das Inventar platzt. So sehe ich das nämlich auch. Alter. Alter, Chat. Alter, da kriegt man Hunger. Oh, Luigi Wollknäuel, das ist sehr lieb von dir. Okay. Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Also ich scroll das immer einmal so durch. Der Schmerzeditor ist ein neuraler Koprozessor. Boah. Ich mag das, dass die Jungs von CD Projekt da immer noch so viel Worldbuilding betreiben. Durch sowas wie Bücher war bei Witcher ja auch schon so. Aber das ist mir ein bisschen zu viel, um das alles immer vorzulesen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht zu übel. Sachen, wo ich denke, oh, das klingt ja mega interessant. Die gerne. Ah, okay, das ist eine der Waffen, die man quasi nur mitnehmen kann. Aber die kannst du nicht quasi wegstecken. Okay, verstehe. Ey, Chat, ich sammle hier alles ein, was geht. Der Tag, an dem der Tower fiel. Das klingt nach Lore. Im August 2023 veränderte ein einzelnes Ereignis den Lauf der Geschichte. Obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkriegs geschah, berichteten die Medien wochenlang davon. Und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengte damals eine Atombombe. 2023 wurde eine Atombombe gezündet, die den Arasaka Tower pulverisierte. Alter. Okay, krass. Night City war in den frühen 2020er Jahren von einem Unwillen geprägt, der sich wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete. Klingt nach Berlin. Oh Gott.
Das war echt Spoiler auf 2023. Nur noch 3 Jahre. Okay, die Nachricht ist wahrscheinlich die gleiche. Nee. Oh, hab gutes Zeug hier. Hand von Zetatec mit Biosignatur, aber wir haben schon einen Jailbreak bestellt. Militech feststellbares Visier. Frag mich, wo der Penner das her hat. Arasaka Hormonregulator. Keine Biosignatur. Und ein paar andere Kuriositäten. Optik, Aktor und kosmetischen Real Skin. Ich finde es gut, dass die Entwickler auch gezeigt haben, hier so Dullis, so Scavenger oder Scavs, wie sie sie genannt haben. Weißt du, das ist halt ein menschlicher Abschaum, weißt du, die entführen Leute, um deren Implantate rauszunehmen, töten die Leute dabei und naja, verkaufen die Implantate auf dem Schwarzmarkt. Solche Leute interessiert natürlich Groß- und Kleinschreibung kein bisschen. Ich finde das gut skizziert von den Entwicklern. So, öffnen wir mal hier die Tür. So eine verfickte Scheiße. Okay. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh no, es hat geklingelt. Das sieht nicht gut aus. Wie? DHL tötet unser Ziel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wie wir sie festhalten und das Erlebnis noch so ein bisschen mitnehmen. Da liegt ja noch eine Leiche in der Wanne. Also ich muss Pakete annehmen. Ich bin hier so ein bisschen der Paketeannehmer in dieser Wohnung. Ich muss das kurz annehmen. Das ist für meine Nachbarn. Und ich will mich mit dem DHL-Boten, der übrigens echt cool ist, gut halten. Deswegen nehme ich immer alle Pakete für die Nachbarn an. Reiß dich am Riemen. Wie? Wie? Ich glaube, ich habe Todesursache DHL. Da legst du die nieder. Okay. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, Wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Aber die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, ja, okay, 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 okay. Von mir ist warm, Chat. Sandra Dorset, NC570. Das ist er doch. Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm, also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropor. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Ist das ungefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Ich glaube, die mag das nicht, wenn ich nachfragen stelle. Okay, okay, okay. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon.
Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Oh ja, das hat wirklich gestört. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Er, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Okay. Okay. Sie hat nicht noch mal zu sehr darunter gelitten, dass wir vielleicht ein bisschen lange sie haben da liegen lassen. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Verfolgen Sie die Instruktion. Patientin auf den Boden legen. Chat, jetzt konzentriert euch nicht auf die Brust. Zurück, hey, ich hab die gerettet. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Das war's dann. Okay. Ich würde sagen, wir haben unsere Aufgabe abgeschlossen. Vakada oder wie unser Fixer hieß? Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Okay, gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich dann nimm mich du aus. Mal die Tür weich. Wir sehen uns bald. Ciao, T-Bug. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe einen Date und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Ganz. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Okay. Kann ich auch Jackie anrufen? Jackie, geh mal ans Telefon dran. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Komm schon, Jackie. Ach komm, Jackie, warum gehst du nicht ans Telefon dran? Was soll das denn? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Ja, wird schon überleben. Natürlich ist sie das. Klar. Du bist doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen, auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Wisst ihr, was ich strange finde? Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Und ich möchte gerne in meinen Betten schlafen. Wisst ihr, was ich strange finde, ist, dass die Person, die wir jetzt gerettet haben, ne, die hat ja so einen Premium-Plan. Das heißt, die ist hardcore am Start, bei allem. Keine Ahnung, wie, vielleicht ist die Korpo und so weiter und so fort. Wieso ist die bei Wakako auch noch irgendwie Klientin? Weißt du? Also ist das dann nochmal so eine Zusatzversicherung? Ich will lieber selber fahren, Jackie. Darf ich auch fahren? Von der Soundmischung könnte ich theoretisch
das alles nochmal... wir sehen sofort die Map. Wir können uns sofort die Map angucken, Chat. Aber ich habe gerade überlegt, theoretisch können wir es vom Sound ein bisschen... Ah ne, das war ja die Menümusik, die so laut war, ne? Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Manu, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Schon hübsch. Boah. Grün. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Okay, Waffe ziehen, alt. Waffe wegstecken und widersetzen. Zweimal schnell alt drücken. Schießen, links. Wer ist das denn jetzt? Kommt der Punkt da! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Kann ich! Halt ihn ruhiger! Ich bin gestorben! Ich bin einfach gestorben! Ich hab sogar zweimal alt gedrückt. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie das gefällt. Nicht klein bisschen. Jeff! Aus der Punkt da! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Schieß! Kann ich! Halt ihn ruhiger! Schießen die überhaupt auf mich? Ah, weil ich das erste Mal gestorben bin, haben die sich gedacht, wir schießen mal ein bisschen. Dem habe ich gerade schon... Ah ja, sehr gut. Tschüss! Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie... Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Da kannst du ja nichts für, Jackie. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was, Chat. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Oh, bitte. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Ich halte mich da mal raus. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Okay, dann mal los. Dann. Einen schönen Abend wünschen. Ich mochte dich, echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Ein Typ für Beziehung. Und bescheiden. Du weißt schon.
Guter. Ist ein Guter. Ist ein Gauder. Guck mal, wir gehen auf den Mauer. Sie sind hier. Nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern nächste NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Jo. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Kann ich eure Waffen haben, bitte? Okay, okay, ich gehe jetzt schon. Ich gehe jetzt schon, alles gut. Als Beifahrer kannst du B drücken, um die Fahrt zu überspringen und sofort am Ziel zu sein. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Bist schon netter, Jackie. Jetzt nochmal für mein überfordertes Gehirn. Die ganze Welt ist Open World. Naja, schon so ziemlich. Noch sind wir nicht wirklich Open World, sag ich jetzt mal, weil wir aktuell noch so ein bisschen Einleitung und so spielen. Alter, die Reifen, was haben wir für eine Karre, bitte? Also nächstes Mal bitte nicht hier hochgehen wie, keine Ahnung, Fast and Furious. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, Luego. Okay, alles klar. Wir haben Level Up! Level Up, Chat! Level Up! Also, wir können jetzt einmal sowohl unsere Attribute erhöhen, also ein Attribut können wir erhöhen. Ich erhöhe Was erhöhe ich denn? Technische Fähigkeiten. Und jetzt können wir noch einen Vorteil uns holen. Zum Beispiel bei Reflexe. Adler, oh Gott. Wir haben hier eine Auswahl aus recht vielen Vorteilen, sage ich jetzt mal. Schnelle Nahkampfangriffe mit Gewehren und Maschinenpistolen verursachen 50% mehr Schaden, erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%, erhöht die kritische Trefferchance mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%, Adlerauge verringert die Zeit zum Ziel mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%, Handfeuerwaffen, ah, interessiert mich nicht, Klingen, Orkan, schwere Angriffe mit Klingenwaffen verursachen 30% mehr Schaden, Klingenwirbel erhöht das Angriffstempo mit Klingenwaffen um 10%, blutiger Tanz, bei Angriffskombos mit Klingenwaffen besteht eine Chance von 15% Bluten auszulösen, langsam aber sicher, die Panzerung erhöht sich um 15%, wenn du dich bewegst. Das ist bei Reflexe. Konstitution, haben wir Regeneration, Tragekapazität, maximale Ausdauer, maximale Gesundheit, das war, habe ich mich verklickt, Vernichtung, Rückstoß von Schrotflinten, Straßenschlägerei. Zerschmetternd. Schaden erhöhen von schweren und stumpfen Waffen. Stumpfe Waffe. Stumpfe Waffe. Stumpfe Waffe. Stumpfe Waffe. Okay, die machen einen klaren Unterschied zwischen stumpfen Waffen und Klingen. Reflexe ist Klingen, Konstitution ist stumpfe Waffe. Das ist belastend. Und dann haben wir hier noch die technischen Fähigkeiten. Oh, ermöglicht das Herstellen von seltenen Items. Erhalte bei Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Oder Techie. Du kannst von Drohnen, Mechs und Robotern mit einer Chance von 25% eine Waffenmod oder Waffen aufsetzen. Verleiht Immunität gegen alle Effekte deiner eigenen Granaten. Okay. Hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge Kram. Also wir können hier selbst Coolness leveln, auch wenn wir da nur Level 3 haben. Schaden. Bewegungstempo, während man schleicht. Nachdem du deinen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10% lang Kampfmaschine und dein Bewegungstempo erhöht sich um 2%. Alter, Chat, ne? Hier ist eine ganze Menge zu erledigen, muss ich mal ganz kurz sagen. Aber ich würde gerne mit Klingen spielen. Also erhöhe ich doch mal das Angriffstempo. Denke ich mir mal so. Oh, was ist das denn hier? Feuriger Konter. Ja, wir können jetzt mal kurz das Menü durchgehen.
Wir haben hier einerseits unser Inventar. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da verkackt habe, dass ich irgendwie Augen-Make-up oder so drauf habe. Da muss ich aber nochmal nachschauen. Wir haben hier schon zwei Waffen ausgerüstet. Wir hätten jetzt hier noch eine doppelläufige Schrotflinte. Besser ausrüsten als nicht benutzen. Wir haben hier unsere Werte. Die können wir uns hier auch nochmal genauer angucken. Unser Street Cred erhöht sich mit der Zeit und dafür gibt es Belohnungen. Vor allen Dingen bei Geschäften gibt es mehr Sachen. Dann haben wir hier unsere Cyberware. Wow. Wir haben hier unser Betriebssystem mit zwei verfügbaren Mods. Kurzschluss und Optik-Neustart. Und es gibt viel mehr Mods noch. Wait, nee, Moment. Achso, okay. Wir haben noch unseren Rucksack. Da ist all unser Kram drin. Items sowie legendäre Upgrade-Komponenten, die man wahrscheinlich durchs Zerlegen von Sachen bekommt. Y halten heißt zerlegen. Dadurch bekommen wir hier Upgrade-Materialien. Können wir hier beispielsweise ganz genauso machen. Und das haben wir jetzt hier beispielsweise bei Aufsätzen. Cyberware haben wir auch schon. Alter, yo, Alter. Yo, Alter. Okay, wir haben noch unser Inventar. Wir haben da beispielsweise hier was Kopfmäßiges freigeschaltet. Eine klassische Schieberkappe aus festem Leder. So eine Mütze hat mein Vater manchmal auf. Oder hier, ein Strohhut. Yo, what the fuck, Alter? Will ich nicht. Ausziehen, bitte. Mehr haben wir hier, glaube ich, noch nicht. Itemherstellung. Hier ist das Crafting-System. Jetzt können wir beispielsweise hier, was bist du denn? Nekomata. Dafür brauchen wir 30 davon und 25 davon. Ist aber noch blockiert. Okay, man kann viele Sachen herstellen. Klamotten anziehen. Aber ich habe ja keine Klamotten, oder? Ja doch, hier. Ich habe das ausgefranste Scav-Kampfhemd. Boah, das ist ja schick. Das ist schon nice. Und hier habe ich die abgetragenen Biter-Shorties mit Kompositeinlagen. Boah. Und natürlich der Stroh, ganz wichtig. Sieht halt echt aus wie ein PUBG-Charakter, Junge. So, what the fuck? So, was kann ich denn? Was kann ich hier mit den Waffen? Ah, guck mal, Waffen haben Aufsätze. Aber den Aufsatz, den ich habe, kann ich nicht auf diese Waffe packen. Aber den Aufsatz kann ich auf diese Waffe packen. Aha! Ja. Kannst du das Rubbellos aufmachen? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, das ist einfach Trash. Hier haben wir das Rubbellos. Das kann ich zerlegen, theoretisch. Was passiert, wenn ich das zerlege? Okay, dafür gibt es dann hier halt so Item-Komponenten. Ich habe gerade das Rubbellos zerlegt, Leute. Und daraus baue ich mir jetzt eine Knarre. Da haben wir die Itemherstellung, die hatten wir gerade schon. Das Journal, was haben wir denn da gerade? Also, ja, okay, wir sind ja quasi noch in einer Art Tutorial. Wir haben Charakter und wir haben jetzt hier die Karte, Chat. So, mit den einzelnen Stadtteilen. Stadtzentrum, Westbrook. Wir leben in Watson, glaube ich. Hier ist noch Haywood, Santa Domingo, Pacifica. Und dann gibt es hier noch die äußeren Bereiche. Wir können auch die freie Kamera anmachen. Und dann können wir uns das alles in Nah- und in 3D angucken. Mit den Straßen. Und so weiter und so fort. Das ist die Open World, meine Freunde. Und hier sind schon so ein paar Sachen aufgedeckt, wie Matchstations oder so ein Shit. Und damit sind wir einmal durch. Ja, ich würde mal sagen, da ist eine ganze Menge. Und hier kann man noch Söldner leben. Du hast die ersten Runden überstanden, aber Night City hat eine Herausforderung. Was ist das denn hier? Das ist 1%. Weiß ich noch nicht so ganz, was das ist. Und hier können wir noch warten, wenn wir theoretisch die Zeit ein bisschen vorspulen wollen. Oh, jetzt haben wir hier die Knarre rausgeholt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber guck mal, wir kriegen Erfahrungspunkte dadurch, dass wir Items herstellen. Hey, wo ist denn meine fette Knarre? Ah, da. Achso, wir sind hier quasi zu Hause, deswegen kann ich das nicht groß benutzen. Wie lange sind wir denn dran? 1,49. Ja, easy game. Dann können wir jetzt hier noch ins Apartment gehen. Ah! Oh, ich werde von T-Bug angerufen. T-Bug, I love you. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann.
Gleich kommen die Details. Ein Job von T-Bug. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung deiner Netrunner-Fähigkeiten. Carina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das Experiment. Ich laufe einfach mal mit dem Sturmgewehr durch die Gegend, ne? Was ist das hier? Nachflächer will ich haben. Das Spiel hat bisher nur in einem bestimmten Raum geruckelt. Eine Friedenspfeife. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja. Okay. Unsere Wohnung. Meine Freunde. Da leben wir. Unser Kleidungsschrank. Alte N54 Sportshorts, Lederstiefel, versteckte Basecap. Ich nehme hier mal alles mit, ne? Ich habe erstmal hier schön unseren Schrank leer gemacht. Hier ist unser Rechner. Oh wait, hier sind noch Sachen. Ein Whisky. Ja, schön Whisky hier neben, ne? Ich beklaue mich erstmal selber. Was sagt das über mich aus, diese Einrichtung? Was sagt das hier über mich aus? Wir bestellen viel bei Amazon auf jeden Fall, würde ich sagen. Passt soweit. Wir haben zwei große Handtücher, die irgendwie leben. Irgendwie. Die Spiegel sind aus, ne? Die muss man erst einmal aktivieren. Dann ruckelt das Spiel immer, wenn man Spiegel aktiviert. Jetzt geht... Hä? Moment mal! Warte! Wieso... Was ist jetzt passiert? Wieso... Da gucke ich doch direkt mal mürrisch. Ich habe auf einmal eine Glatze. Der Stress, Freunde. Der Stress hat dafür gesorgt, dass ich jetzt eine Glatze habe. Wieso zum Fick habe ich denn jetzt eine Glatze? Oh Gott, ja, alles gut. Ich gucke hier nicht mehr in den Spiegel rein. Gefällt mir nicht. Wir können duschen. Vielleicht hätten wir uns vorher ausziehen sollen, wenn ich so an mir... Ich bin so... Ja. Sehr gut. Hier ist unsere Chill Area. Oh, wir mögen. Wir mögen No Life 3. Hier sind Sachen. Real Water. Bolschewik. Ich habe stilles Wasser getrunken. Neue Braindance-Veröffentlichung. Stilles Wasser suckt. Was geht ab, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Nee. Wuhu. Mac and Cheeses. Brooklyn Darista. So, weißt du, was mich nur stört? Also, ganz ehrlich. Ja, wobei, hier gibt es ja sowas wie Braindance, ne? Aber ich würde mir halt niemals. Wenn ich jetzt hier so chillen würde, ne? Wo gucke ich denn Fernsehen? Ach, da. Der ist ja voll klein. Hochsappen oder runtersappen kann ich. Advertising. Boah, ne, kein Advertising. Ist das Zigarettenwerbung? Jo, das war Zigarettenwerbung. Ah! Yo, what the fuck? 70% of real juicy meat. Slaughterhouse. Gibt's nur Werbung? Nicht auf der Checkliste. Ich war mit der SOR 22 in so ziemlich jedem Wetter unterwegs. In Sturzregen, in Sandstürmen. Okay, kein Bock auf Fernsehen. YouTube ist eh cooler.
Ich dachte, dass da oben wären die Fernseher. Aber das ist dann nochmal was anderes. Haben wir kurz beim Aufstehen nochmal einen Furz dagelassen. Der Nachteil von jedem Ledersofa. Und das gefällt mir doch sehr gut. Was mir nicht gefällt, ist, dass das alles so leer ist. Dein Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Oh, das ist ja praktisch. Öffnen wir doch mal unser Lager. Hier ist schon was drin. Wait, du bist aber kein schwarzes Einhorn. Doch, du bist ein schwarzes Einhorn. 0 SPS? Diese rasiermesserscharfe Klinge ist so erbarmungslos wie der Tod. Nehme ich. Und noch mehr. Nehme ich alles. Wait, da war noch mehr. Eine Wolfsschuljacke. Moment, vielleicht können wir jetzt ja coolere Sachen anziehen. Ah ja, so wie die Wolfsschuljacke beispielsweise. Ah, die gefällt mir. Der Rest zackt. Oh, den Probläser, ob ich den vielleicht nur habe, weil ich ein Korpo war? Alter, dieser Hut geht halt gar nicht, Chat. Der aber auch nicht. Ich will gar keinen fucking Hut aufziehen. Und da geht es nur darum, was ich drunter habe, ne? Aber das Galaxy-Shirt, das gibt auf jeden Fall schon mehr. Außerdem habe ich hier Mods. Erhöht die Panzerung hier. Nice. Die Dinger haben halt auch noch Mods, so. What the fuck? Ach komm, als ob die anderen Hausen weniger Panzerung haben. Ist mir egal, da habe ich halt weniger Panzerung. Zeit fürs Katana. Dafür gibt es auch Mods. Aber habe ich, glaube ich, noch nicht. So. Irgendwie sieht unsere Hose so aus wie eine Anzugjacke, Hose. Ja, die sieht besser aus. Muss ja auch mal ein bisschen nach Style gehen hier. Werte Schmerte, sage ich immer. Ja, ich hatte gerade noch eine Glatze im Spiegel, aber ich glaube, das war ein Bug. So. Also das Lager ist dafür da, dass ich einfach Sachen aufsammle. Nee, ich kann wahrscheinlich nicht unendlich viel tragen, wa? Wo steht denn, wie viel ich insgesamt tragen kann? Rucksack? Das ist ein bisschen unübersichtlich, aber sieht ganz gut aus eigentlich. Oh, doch, verdammt, da stand es oben rechts. Dammit. Alter, 55 von 200. Ja, wir verkaufen einfach unseren Crap dann gleich. Aber erstmal gehen wir jetzt schlafen, Chat. Erstmal will ich mir was zu essen holen, Chat. Geil, Burrito, Junge. Gönnung. So, das hat jetzt echt Geld gekostet, ne? Aber jetzt will ich den Burrito auch essen. Den habe ich mir jetzt verdient. Da gucke ich mal kurz in meinen Rucksack, wo der geile Burrito ist. Bist du ein Burrito? Da ist der Burrito. Aber den kann ich nicht. Doch, den habe ich. Oh, scheiße. Was mache ich hier gerade? Ich benutze gerade alles Mögliche. Ich habe gerade aus Versehen ein paar Sachen gegessen. Aber das muss man ja auch machen, ne? Sonst wird man ja nicht groß und stark. Das war der Prolog. Wir sind im ersten Akt, Chat. Was ist da los? Moment, ich muss mir mal in meine Augen reiben. Ja, ich bin gerade erst aufgestanden. Moment, ich werde angerufen. Jackie ruft an. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Klar. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Das sieht nice aus. Erstmal zumachen. So. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für die erste kleine Pause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn 2 Stunden sind vorbei.